Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gelb. Ich habe ein kleine Veränderungen zu sagen und zwar wäre das zuallererst mal, ihr könnt sicher an meinem Hintergrund sehen, dass sich der Trainer Rot geändert hat. So wie das Pikachu ist jetzt eingefügt, was ich eigentlich letzten Part schon machen wollte, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Und ja, jetzt sage ich mal, spielen wir weiter. Und während wir spielen, werde ich noch ein bisschen was erzählen, was mir noch so alles passiert ist und so. Ich habe bei dem Background auch Traineranordnung geändert und noch ein bisschen mehr. Und das Ganze werde ich mich auch entschuldigen im Intro, da habe ich auch das Intro vergessen im letzten Part, also ist alles ein bisschen schiefgelaufen. Aber es sei mir vergeben und ich muss mich korrigieren, es sind nicht 10 Jahre, wo ich Pokémon gespielt habe, also mein erstes Let's Play Pokémon Gelb, sondern es sind erst 9 Jahre. Den 10 Jahre erreiche ich erst am 15. Dezember. Aber da es 2011 hochgeladen wurde und wir jetzt 2021 haben, würde ich mal sagen, wir nehmen es nicht so genau. Dann würde ich sagen, jetzt habe ich genug gequatscht und jetzt lasse ich den Bastard da erklären, wie man Pokémon fängt. Natürlich kannst du passieren. Es tut mir leid, dass ich so grob zu dir war. Wie ich sehe, besitzt du einen Pokédex. Als kleine Wiedergutmachung zeige ich dir, wie man Pokémon fängt. Also ich spiele schon seit knapp 20 Jahren Pokémon und immer muss ich mir erklären lassen, wie man Pokémon fängt. Na dann, Opa, fang mal. Na? Verflixt, das hätte beinahe geklappt. Nicht mal Pokémon kann er fangen. Es funktioniert nicht. Ich bin aus der Übung. Und Pokéball habe ich auch keine mehr. Du hast 5 Meter von dir entfernt einen Pokémon-Supermarkt. Ja, genau. So. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt mutig und werden jetzt Trainer Blau herausfordern. Denn der hat ja eine besondere. Ja. Und ja, ich werde den Sprite-Background auch verändern. Zu gegebener Zeit. Denn da habe ich schon einiges mir ausgedacht. Beispielsweise Top 4 und so. Und ja, da werde ich mir was Nettes überlegen, wie ich die einfügen kann. Bist du auf dem Weg zur Pokémon-Liga? Vergiss es. Wahrscheinlich besitzt du nicht mal ein Pokémon. Ein Orden. Die Wache wird dich gar nicht erst durchlassen. Ach, sind deine Pokémon eigentlich schon stärker geworden? Natürlich, du Lappen. Um ein Level, du warst dabei. Du warst sogar der Grund dafür. Blau möchte kämpfen. Ein Habitak. Level 9. Okay, ich glaube, den können wir nicht besiegen. Denn wir haben nur Donnerschock. Aber es ist ein Volltreffer und sehr effektiv. Naja, die Volltrefferquote war damals in der ersten Gen noch extremst hoch. Also, da kann ich euch einige Volltreffer versprechen. Und ich habe Level 7 erreicht. Blau setzt Evoli an. Okay, das geht. Eieieiei, der wird mich ficken. Ja, der wird mich wegholen. Der kleine Sack wird mich besiegen. Aber vielleicht habe ich ja gutes RNG. Und kann ihn trotzdem wegcritten. Denn Evoli so einen Mist weiterbaut. Ja. Kommen schon, eine noch. Die Genauigkeit kann nicht. Nein, jetzt ist die Attacke daneben. Ei, ich schlug fehl, Gott sei Dank. Eieieiei, meine Genauigkeit ist 2 niedriger. Ei, und 3 niedriger. Bitte RNG, komm schon, komm schon, komm schon. Yay. Eieieiei, eine noch. Drückt mir die Daumen, Leute, dass ich es schaffe. Yes, das war ein easy Kampf. Aber natürlich, weil das RNG auf meiner Seite war.
Da habe ich natürlich zwei Level-Ups gemacht. Pikachu erlernt Donnerwelle. Das ist eine sehr gute Attacke. Früher als Kind habe ich diese Attacken gehasst, die fast keinen Schaden gemacht haben. Aber mittlerweile bin ich schon ein bisschen älter und da kann ich sagen, ich freue mich über diese Attacken. Es gibt so viele starke Trainer. Ich muss einen Weg finden, an ihnen vorbeizukommen. Du solltest aufhören zu bummeln und dich in Bewegung setzen. Yay, Pikachu freut sich. Yes. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt in den Vertania-Wald. Und fangen dort unser erstes Pokémon. Ja, wie gesagt, mein Team... Entschuldigung. Oh, mich stoß gerade voll auf, das tut mir voll leid. Ja, ich werde den Text vom Pokémon Center jetzt nicht jedes Mal durchlesen, Leute. Das ist immer dasselbe. Wenn sie was anderes sagen würde, würde ich sagen, okay, mache ich, aber nee. Nicht immer bei demselben Text, was die zu labern hat. Die rabbelt ja nur denselben Mist. So, was hast du denn zu sagen, Opa? Du kannst den PC in der Ecke dort drüben benutzen. Darauf hat man mich am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Mir hat das keiner gesagt. Ey, was willst du? Willkommen im Kabelclub. Dieser Bereich ist für Freunde reserviert, die über Gamelink-Kabel miteinander spielen. Ist okay, ich habe keine Freunde in dem Spiel, also kann ich auch mit niemandem spielen. Es gibt in jeder Stadt ein Pokémon-Center. Dort behandelt man deine Pokémon. Kostenlos. Im Pokémon-Center kannst du müde, verletzt und besiegte Pokémon heilen. Da haben wir schon mal den ersten Fehler im Spiel. Nicht in jeder Stadt gibt es ein Pokémon-Center. Denn in der ersten Stadt, also Alabastia, gibt es keines. Es gibt zwar die Mama, die was einen heilt, aber... das zählt nicht. Ah, die habe ich schon gelesen, das ist der Opa. So, jetzt muss ich mal in den Pokémon-Supermarkt gehen. Ach, es ist so nostalgisch, wieder Pokémon zu spielen. Ich habe es wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Und... da ist es das Beste, dass ich mir gedacht habe, hey, ich habe wieder voll Bock zum Aufnehmen. Und was könnte da besser sein, als dass ich es mit euch aufnehme? Ja, so will ich es machen. So, denn ihr könnt euch sicher denken, dass ich gegen Rocco nicht den geringsten Hauch einer Chance habe. Denn dieser kleine Typ nutzt den E-Stein-Typ und wird mich wegcritten. Ach, die Musik. Ich habe so Flashbacks und so... Flashbacks, was für ein... Ah, was labere ich denn? Ich habe so Vergangenheits-Vibes. Um neue Arten von Pokémon zu finden, musst du durch das ganze Land ziehen. Bereits hinter dem Vertania-Wald findest du andere Arten. Du gehst in den Vertania-Wald. Sei auf der Hut. Dort verläuft man sich leicht. Ja. Da ich den Weg kenne. Meine Freunde und ich haben dich schon erwartet. Unsere Pokémon wollen kämpfen. Warum willst du nicht kämpfen, du Lappen? Ach, herrje. Und gleich schon mal ein Pokémon. Ein Safcon. Pika! Nein! Tut, 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 tut! Ein Raupi, den fange ich mir! schauen wir mal, was mein Donnerschock ausrichten kann. Okay, das ist super. Schauen wir mal, ob der Pokéball schon hilft. Super gut, ich habe einen Raupi gefangen. Das ist sehr gut. Nein, möchte ich nicht.
Entschuldigung für den kurzen Lag. Irgendwie war da gerade ein Fehler. Und ja, ich muss mir das nochmal genauer anschauen. Ihr werdet davon nichts merken, ich werde das einfach rausschneiden, das ist kein Problem. Und ja, muss ich mal kurz zum Pokémon Center gehen, ein bisschen heilen. Immer wieder heilen, immer wieder heilen, das ist so schön. Werden wir ein paar Trainer besiegen? Opa, lass mich vorbei. Das ist gar nicht cool, was du da mit mir anstellst. Diese Musik ist so geil, die macht mir super. Die Vergangenheit, die war cool mit Pokémon in der Welt. Das ist eine schöne Melodie. Wenn wir erstmal die Pikachu-Trainerin machen. Raupi again. Das könnte ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber wir haben ja Zeit. Wieso darf der Lappen zwar wohl angreifen, aber naja. Das ist so langweilig, ein Raupi zu trainieren, aber ich muss es tun. Ja, ich habe ein Pikachu, es läuft mir hinterher, wenn du es gesehen hast. Nidoran weiblich. Raupi. Damals war das eine voll geile Erneuerung, dass das Pikachu eigentlich seinen Namen gesagt hat. Der wieder senkt meinen Angriff. Aber es hat ihm nichts gebracht. So, Nidoran. Männlich. Wir wechseln wieder auf Raupi. Ich hasse den Anfang von Pokémon Gelb so sehr. Weil man Rocco eben nichts entgegensetzen kann. Ich weiß, es gibt vor der Liga ein kleines Büschlein, wo man Menki fangen kann. Aber ich will nicht Menki suchen. Das, eigentlich ist das sogar auch ziemlich selten, was ich weiß. Level 5. Ja, es wird wieder ein Triple Let's Play werden. Ich werde auch Pokémon Kristall sowie Pokémon Smaragd ebenfalls spielen. Und ja, das wird jetzt erstmal zum Einspielen mal sein, weil da kann ich die Parts auch, sagen wir mal so, stressfrei aufnehmen. Denn wie ihr gestern im letzten Part erwähnt, habe ich derzeit sehr viel Stress in der Schule, weil da sehr viel Stuff zu lernen ist und
Da habe ich nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Oder wenn, kann ich nur mindestens 20 Minuten aufnehmen, so. Und das will ich aber vermeiden. Denn es soll ja öfters was kommen. Und deswegen werde ich auch ein bisschen rumspielen. Im nächsten Part wird es dann so ablaufen, dass ich Trainingssessions mit den Pokémon, ja, ich werde manchmal so handhaben, dass ich die Pokémon kurz vor das Level abbringe. Und dann, wenn ich dann wieder einschalte, braucht es das Pokémon nur noch ein bisschen und dann kann es quasi sich entwickeln. Weil ich möchte nicht, dass ihr da die ganze Zeit dabei seid. Das ist langweilig für euch, langweilig für mich. Und es reicht, wenn nur ich mich langweile. Ihr sollt euren Spaß haben und sollt dazusehen und nicht gelangweilt sein und ja. Dann wird die Göre auch besiegt, oder was war das? Ein Käfersammler. Ja, dieses Sprite. Ich mag den Vertania-Wald so mal gar nicht. Aber wir werden jetzt noch durchziehen. Heißt, ich werde in diesem Part mir noch ein Safcon machen. Und im nächsten Part werde ich dann das Safcon trainiert haben auf Level 9. Und dann kurz vor Level 10 werde ich euch dazu holen. Und dann werden wir das Smetbra halten. Werden dann noch ein, zwei Level-Ups machen, dass wir Konfusion können. Und dann werden wir Rocco probieren. So, Pikachu erreicht auch Level 9. Das ist sehr gut. So, möchtest du das Pokémon wechseln? Aber natürlich möchte ich das. Raupi wird nicht lange dabei sein. Ich meine Smetbo. Denn der wird nur wichtig sein für Rocco. Alle anderen Trainer werde ich dann mit meinem Team machen. Ah, jetzt weiß ich, warum der mich vorhin immer überholt hat. Der hat Fadenschuss eingesetzt, das hat meine Init gesenkt. Deswegen. Du bist mir ein kleiner Schelm. Das ist aber gar nicht cool von dir, dass du mich da langsam machst. Das sehe ich gar nicht gern. Aber meine Attacke geht auch ständig daneben. Das ist so. Das ist echt nicht angenehm, wenn man so sagen kann. Wenn ihr wüsstet, was für ein Struggle das war, die ganzen GIFs zu finden von den Pokémon. Weil ich wollte eigentlich nostalgisch sein und die Sprites von Kristall nehmen. Leider hat das nicht geklappt. Denn ich habe Glurak nicht gefunden. So, jetzt setzen wir einen Trank an. Ja, für Oppi. Und das Safcon, ja, das wird jetzt ein harter Kampf werden, denn das Safcon wird nur noch Härten einsetzen. Und ja, das wird es fünfmal machen. Danach geht's nicht mehr. Aber ja, das zieht weniger ab. Nee, das tue ich mir nicht an. Da werde ich Pikachu reinsetzen. Härtner ist ja nur auf Spezial. Ja. Und deswegen macht mir Safcon da keine Drops. Raupi erreicht Level 7. Und Pikachu erhält gar nichts, wird nicht Level 10. Oh, ich habe kein kampfbereites Pokémon mehr. Rot gewinnt 60. Hey, Raupi entwickelt sich. Und
Es hört sich fast so an wie die Musik von der Safari-Zone. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Oh, die stärkste Attacke in ganz Pokémon. Härtner. Yay. Hab einen Trank gefunden, das ist ja mal sehr gut. Und Pokémon-Kampf. Und vorher noch ein Raupi. Ich bin der Beste, du kannst mich nicht besiegen. Du wirst doch gesehen, was ich alles kann. Ich denke, es geht sich nicht mehr aus, dass ich Smetbo werde. Allerdings geht sich's aus, dass ich den Vatania-Wald noch zu Ende mache. Den machen wir noch. Und ich werde das Raupi auch immer einwechseln. Weil dann kriegt sie immer noch Erfahrungspunkte und jedes Level-Up ist gut, um dem Smetbo näher zu kommen. Also, ich habe ja kein Raupi mehr. Es ist ja jetzt mittlerweile ein Safcon. Und ja, ich finde es immer noch so genial, dass ich den Emulator mit einem PlayStation 5 Controller steuern kann. Also, ich dachte, man müsste ein normales Gamepad verwenden, aber nee, ich habe es probiert und er hat ihn akzeptiert. Also, ich wollte schon immer mal ein Nintendo-Spiel mit einem PlayStation Controller spielen. Dieser Käfersammler war ein Bob. Ja, ja, du hast dich nicht angestrengt, du bist ein Lappen. Käfersammler sind generell immer so schwache Trainer. Immer schon gewesen. Und den hatte ich auch nie Respekt, wenn ich ehrlich bin. Es gibt nur eine Trainerin, von der ich immer Respekt hatte. Und das war der... Das war immer der Trainerkampf im Rocket-Untergrundlabor von... Kristall, Gold und Silber. Dann war noch ein schwerer Kampf gegen Cynthia. Cynthia war eine Koryphäe. Aber nee, Leute. Cynthia war die Hölle. Dann natürlich Trainer Rot, aber den mag ich, aber Herausforderung ist er jetzt nicht wirklich, weil wenn man die gut... Man kennt seine Pokémon, ja. Und wenn er... Na, wie heißt's? Wenn er... im Typennachteil ist, hat er keine Chance. Da kann auch Legend Level 81er Pikachu nichts machen. Das ist die traurige Wahrheit. Ein Raupi Level 10. Du hättest das schon zum Smetbo entwickeln können, du Sack. Safcons Attacke geht daneben. Ich könnte zwei, dreimal Härtner machen. Dann kann er mir nichts mehr anhaben. Volltreffer, das ist gar nicht geil. Okay, er macht immer noch zwei Schaden. Da muss wohl Pikachu regeln. Aber ich kann euch versichern, dass das Smetbo so lange im Team bleibt, bis ich mein zweites Team-Pokémon habe. Das heißt, im Felstunnel
wird uns Smetbo auf jeden Fall noch erhalten bleiben. Und ja, also. Und wir haben mit Raupi auch Level 8 erreicht. Da ist nur noch ein Level up und ein bisschen, dann habe ich mein Smetbo. Das heißt, im nächsten Part werdet ihr gleich am Anfang, wird es einen Kampf geben. So, 185, das heißt, es ist nicht wirklich viel. Das werde ich jetzt dann noch schnell machen und im nächsten Part werde ich dann kurz vor dem Level up dann die Aufnahme starten. Ja, damit wäre der Part eigentlich auch wieder, müssen wir sagen, kommen wir leider zum Ende. Da wisst ihr was, ich mache den Part jetzt noch eine halbe Stunde. Also nicht eine halbe Stunde noch, aber ja, dass ich auf 30 Minuten komme, damit wir eine schöne Zahl haben. Jetzt bin ich schon bei 26, also können wir das Ding auch gleich auf Level 9 machen. Raupi! Level 3. Du bist ja ein richtiges starkes Pokémon. Ja, das bist du. Kleines Raupi. Ja, ich habe auch vor, alle anderen Pokémon-Spiele zu Let's Playen. Ich bin ja nur damals nur gekommen bis zu Taubsi. Aber Taubsi werden wir uns nicht fangen, denn ich habe schon ein Pokémon, das in dieser Edition, ja, ich betone es, in dieser Edition fliegen kann. Weil in Rot und Blau konnte es nicht fliegen. Also das heißt, ich wisst schon, was für ein Pokémon das sein wird. Ja, nein, das ist... Nein. Ich werde jetzt kurz nach Momoira City gehen, mich heilen und dann werde ich doch den Part beenden. Denn ich will euch da nicht so lange teilhaben lassen. Das ist extremst langweilig, ein Raupi zu trainieren. Bei dem Pokémon Center werde ich jetzt noch reingehen. Werde mich heulen. Werde das Pikachu schon einschlafen bringen. Und dann werde ich den Part beenden. Dann werde ich noch das mit dem Raupi machen alleine. Und morgen oder am Wochenende werde ich dann die Parts... Ich dachte, die Aufnahme ist abgekackt. Weil so still war. Ja, wir haben heute den 23.04., damit ihr das wisst. Es ist 0.15 Uhr. Und... Oh, jetzt habe ich ihn nochmal angekommen. Ich glaube, ich mir die Aufnahme kackt ab, wenn der so still ist. Oh, das hat mich jetzt voll zweimal erschreckt. Und Pikachu schläft. Jo, cute Pikachu. Und es ist wach. Jo. Jo. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Ich werde am Wochenende die Parts bearbeiten und dann beide hochladen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lasst, wie im letzten Mal auch erwähnt, das tut euch nicht weh. Jo, ein Abo würde ich mich auch freuen. Also, es freut sich ja jeder YouTuber ein bisschen darüber. Und ich würde sagen, ich hoffe, wir werden viele Leute zusammenkommen. Denn wie ihr auch wisst, habe ich meinen Namen geändert, den AT Galaxy. Und da würde ich sagen, wir werden eine große Galaxie werden mit vielen Einwohnern. Jeder Abonnent ist ein Einwohner meiner Galaxie. Und deswegen freue ich mich über jede neue Persönlichkeit, was mir folgt. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Oder guten Tag, je nachdem, was ihr gerade für eine Tageszeit habt. Oder guten Morgen.